Ja, mit 19 ist er Meister geworden mit den Grasshopper. Er hat 4,5 Jahre in der obersten Liga von Frankreich gespielt, 45 Einsätze für die tunesische Nationalmannschaft und heute ist er da bei uns. Herzlich willkommen, Yassin Mikkari. Danke fürs Dasein. Ja, Yassin, für die erste Frage, wie geht es dir? Mir geht es gut, die Sonne scheint, herrliche Platzverhältnisse. Mit dir hier am Tisch zu sitzen, das ist doch schön. Ich frage dich das natürlich aus einem speziellen Grund. Du bist Juniorentrainer im Spitzenfußball beim FC Rapperswil-Jona. Du hast die U15 am letzten Samstag zum Meistertitel in der Gruppe Ost geführt. Was bedeutet für dich der Titel? Ich glaube, der Titel bedeutet für die Jungs mehr als für mich. Schlussendlich, wir sind Ausbildner. Wir machen das natürlich mit einer Leidenschaft. Wir versuchen dann etwas weiterzugeben, den Jungs. Und ich habe ihnen gesagt, das ist so der erste Titel in ihrer jungen Karriere. Und sie sollen das einfach nur geniessen. Ich denke, du hast es auch genossen. Du bist mit 19, ich habe es eingangs erwähnt, Meister geworden. Wirklich ganz jung. Hast du ich weiss noch die Fotos, wo du den Meisterbecher in die Luft gehebt hast. Und nachher hast du mir mal gesagt, dann ist eigentlich nachher eine schwerere Zeit für dich gekommen. Du hast nachher das Gefühl gehabt, die ganze Welt hat auf den Yassin gewartet, ist ein bisschen überheblich geworden und das ist für dich nicht so einfach gewesen. Genau, es ist eigentlich so gewesen. Ich habe mit 18 meinen ersten Einsatz gehabt und gerade im ersten Spiel ein Goal geschossen bei GC. Und nachher eben mit 19 Meister und dort habe ich schon gedacht, ja, jetzt muss ich eigentlich nichts mehr machen, jetzt ist alles ein Selbstläufer. Aber es ist eben nicht so, man muss noch mehr machen als alle anderen. Und da nehmen wir sie, ja, Gras fressen und auch unten durch. Ja. Aber es ist sicher auch eine Erfahrung, die du heute kannst deinen Jungs mitgeben, oder? Etwas sagen, hey, durchbeissen, auch wenn es mal nicht gut läuft. Genau, ich sage meinen Jungs, wir müssen immer mehr machen als der Gegner. Und wenn man an die Spitze kommt, dann muss man einfach halt in jedem Training mit voller Konzentration dabei sein. Man muss sich gut ernähren, man braucht genug Schlaf. Also es spielen wirklich viele Faktoren eine Rolle, um wirklich auch dort raufzukommen. Ja, und du hast halt dann nachher den Schritt Retour müssen, oder hast ihn gemacht, oder hast ihn müssen machen. Du bist nachher bist 4 Jahre durch die Challenge League gegangen, also eine Liga tiefer. Du warst bei Luzern, du warst bei Winterthur. Jetzt Hand aufs Herz, hast du auch dort mal gezweifelt, ich schaffe es nicht mehr. Das ist etwa die Liga, die ich hingehöre, oder? Zweifelt habe ich nie. Ich bin einfach in der ersten Station bei Luzern bin ich geholt worden als Führungsspieler, als junger Führungsspieler, wie man so schön sagt. Und ja, bin nachher eigentlich ausgemustert worden, bin dann zum FC Winterthur. Und dort war mal so eine Phase, hey, was mache ich, wenn ich es nicht schaffe im Fußball? Und darum bin ich ein Jahr lang nebenbei dann auch noch arbeiten, also einen normalen Bürojob. Und das hat mir extrem viel gebracht. Ich hatte auch einen Mentaltrainer genommen, von mir aus. Und ich denke, für den weiteren Verlauf der Karriere war das ein wichtiger Schritt, mal gegeben gewesen, dass ich nachher 2 Schritte rauf machen durfte. Die hast du ja dann auch gemacht, oder? Du bist wieder zurück zu den Grasshoppers. Genau. Und ich denke, dann war eigentlich deine Karriere richtig lanciert gewesen, oder? Und dann hast du reingefasst und bist zu einem Führungsspieler gewachst. Und dann sind auch die Angebote aus dem Ausland gekommen. Aber ich weiss es ja, auch das ist nicht ganz planmässig abgelaufen, oder? Erzähl mal. Ja, es war so, dass ich wirklich die erste Saison jedes Spiel durchgespielt habe, die zweite Saison auch. Und dann haben wir ein Testspiel mit der Nationalmannschaft in Frankreich, gegen Frankreich. Und nach dem Spiel hatte ich mehrere Angebote von der Bundesliga, von Frankreich. Und dann war eigentlich schon klar, der Wechsel wird im Januar stattfinden. Die Frage ist einfach, zu welchem Verein, in welches Land. Und einen Monat eigentlich vor, wenn es war, Ende November, habe ich mich dann verletzt. Und nichtsdestotrotz habe ich trotz der Verletzung dann ins Ausland gewechselt. Wäre auch die Bundesliga so etwas näher gewesen? Also, wir können es vorweg nicht, du bist eben dann nach Frankreich gegangen, aber wäre die Bundesliga am Herzen etwas näher gewesen? Also
Ich hatte ja Angebote von der Bundesliga und von Frankreich, aber für meine persönliche Entwicklung habe ich auf Frankreich. Ich wollte eine neue Kultur kennenlernen. Man redet dort Französisch, wo ich auch nicht perfekt konnte und dort natürlich perfektioniert habe. Es treffen verschiedene Kulturen dort aufeinander und der Fußball wird extrem, oder jetzt natürlich nicht mehr, aber ist extrem unterschätzt worden, weil wir in der Deutschschweiz schauen meistens die Bundesliga. Im Welschen schauen sie nur die französische Liga und die ist so extrem gut und gespickt von riesen Talenten. Und von dem her ist es richtig schön gewesen. Jetzt du bist zu Sochaux und Sochaux ist ja über die Grenze hinweg bekannt als Ausbildungsverein. Ausbildung, eben, du bist heute Ausbildner, da zu Rappi ist da. Kannst du auch Sachen, die du aus selber Zeit erlebt hast, heute mitnehmen in deine Mannschaftsarbeit? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dort habe ich wirklich gemerkt in Frankreich, wie die Jungs, die 17, 18, 19-Jährigen, die hochgezogen worden sind in die erste Mannschaft, die kämpfen ums Überleben. Die sind bei uns ins Training gekommen, sind immer voll drin, also die haben überhaupt keinen Respekt gehabt in den Zweikämpfen gegenüber den älteren arrivierten Spielern. Und dort, nach dem ersten Training, wo die Jungen auch dabei waren, habe ich gedacht, wow, die gehen ja wie tief, weil die haben nichts. Die haben nur den Fußball. Und es sind viel, eben das, was Ausbildungsverein angesehen ist, in Frankreich sind, haben sie halt von überall die Spieler geholt, sei es von Paris, sei es von Marseille. Und schlussendlich mussten die jungen Spieler nachher die ganze Familie müssen ernähren, oder mit dem Geld, das sie dann verdient haben. Oder? Und darum haben sie alles gegeben. Das ist ein wahnsinniger Unterschied. Also, wenn wir da jetzt nein, da, also ganz ehrlich, da leben wir in einer Komfortzone. Da hat man alles. Und, darum sage ich dort, wenn du Fußballer wirst, dann ist das natürlich sensationell. Und wenn du eben nicht wirst, dann gibt es halt vielleicht die andere Seite als Drogenverkäufer und, wo natürlich ja, schwerwiegend sind. Jetzt aber, wenn ich mich richtig informiert habe, ist dann die zweite Saison, wo du da warst, eigentlich eine sensationell gute gewesen. Also, ich glaube, wir sind gerade Fünfte geworden. Genau. Komm, erzähl mal über Sochaux, erzähl mal, wo du da überall gespielt hast. ja, welche eben, Stadien gefüllt worden sind, wie du gekommen bist. Eben Stadien gefüllt. Also, ich bin froh, dass ich die Zeit dann erleben durfte, weil jetzt auch mit dem Covid jetzt nicht mehr so volle Stadien. Okay, jetzt ist zwar schön an DM, dass wieder die Stadien gefüllt werden, aber ich durfte gegen namhafte Spieler spielen, wie Ibrahimovic, wie Eden Hazard, wie Aubameyang. Und in Stadien auch? In Stadien, wie du ja, in eben, der Schweiz nicht kennst. Genau, Marseille vor voller Hütte, 65'000 in Paris, wo ich glaube, mit Abstand eines der besten Rasen hat, darf man auch so schön sagen, fast so schön wie es im grünen Feld. Und halt die Euphorie. Die Euphorie, ja. Die Stadien sind zwei Stunden vor dem Spiel, wo wir noch nicht mal als Spieler im Stadion sind schon voll. Und ja, dort leben sie richtig den Fußball, oder? Und jedes Stadion ist eigentlich immer pumpenvoll. Ja. Aber so, ich denke schon, ein Erlebnis, das du nie mehr im Leben wirst vergessen wirst, das du sehr wahrscheinlich auch deinen Jungs kannst weitergeben, oder? Ich denke, jeder von denen hat auch den Traum, mal irgendwo in die Sphären raufzukommen. Jetzt die Krönung aber, das würde ich jetzt mal aus Aussenstehenden sagen, sind die 45 Einsätze für die tunesische Nationalmannschaft. Dreimal am Afrika-Cup teilgenommen. Du bist aber auch in Tunesien bist selber Meister geworden. Gehen wir es mal ein stichwortartig durch. Was fällt dir ein zum Stichwort tunesische Nationalmannschaft? Gespickt von vielen guten Talenten. Wo aber im mentalen Bereich und auch ein bisschen vom, wie soll ich sagen, zum Teil ein bisschen verspielten, verträumten, nicht immer seriös, sehr interessante Nationalmannschaft war, wo ich gespielt habe. Ja. Ich glaube, dein Vater ist aus Tunesien, genau. Mutter aus der Schweiz. Mhm. Oder? Also, und, wie hast du dich akklimatisieren können? Ich denke, wenn du das erste Mal kommst, wie war das für dich? Also da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Das erste Mal, als ich gekommen bin, musste ich singen. Auf dem Tisch oben.
vor 30 Spielern und gefühlt 10 Staffmitglieder. Ich habe dann einen deutschen Song gesungen. Und dann haben sie müssen lachen, ist klar, weil niemand etwas verstanden hat. Aber es war lustig, sie haben mich super aufgenommen. Mhm. Ich konnte leider die Sprache nicht so gut können, habe mich aber natürlich sehr gut integriert und habe das natürlich auch lernen. Mhm. Stichwort Afrika Cup ist ja das Pendant zu der Euro. Ja, das Pendant zu der Euro. In Afrika ist es einfach so, wir haben bei 45 Grad gespielt. Und ich bin halt mit dem Klima hier in Europa verbunden gsi, bei Maximum vielleicht 35 Grad im Sommer. Dort war einfach 45 Grad gsi, Luftfeuchtigkeit von 80%. Und das war nicht ganz einfach für mich, aber es war eine schöne Erfahrung. Ja, sind jetzt wollen wir gleich noch ein bisschen Glanz und Gloria im grünen Feld hören. Sag mal, gegen welche Weltstars hast du schon alles gespielt? Neben gegen wen bist du auf dem Platz gestanden, den man heute noch kennt? Und kannst du überhaupt alle noch aufzählen? Ja, eben. Ich habe schon vorher gesagt, ich durfte gegen einen Ibrahimovic spielen, der rein von seiner Physis, von seiner Aura auf dem Platz gestanden ist. Und du hast nur so gemacht, wow, also der ist wirklich so gross. Oder? Das ist sicher beeindruckend. Er ist zwar nicht so viel gerannt, aber das war sicher beeindruckend gewesen, gegen einen Eden Hazard, der noch jung war. Wo ich auch die ganze Entwicklung eigentlich verfolgt habe, gegen einen Aubameyang, gegen mit einem Perisic. Also es gibt wirklich viele namhafte Spieler, die ich gegen die anderen spielen durfte. Habe ich richtig geschaut, gegen den Ronaldo hast du auch mal gespielt, aber das war bei Manchester, wenn ich das richtig habe. Genau. Du korrigierst mich, wenn ich falsch bin. Das ist richtig. Ich habe ja auch bis zur U21 in der Schweizer Nationalmannschaft sein. Und dort haben wir gegen Portugal ein Testspiel gehabt und dort war er anwesend und hat richtig gut gespielt gehabt. Und dort habe ich schon gesagt, wow, aus dem könnte etwas Grosses werden. Ja. Aber du hast mir gleich einmal gesagt, der Benzema, das war der härteste Gegner gewesen. Hast du ihn direkt gedeckt und was war denn speziell gewesen, was dich dort so herausgefordert hat? Ja, der Benzema ist einfach ein sehr, sehr spielintelligenter Spieler gewesen. Du bist fast nicht in den Zweikampf gekommen, weil seine erste Ballannahme oder sein erster First Touch so gut war, dass er wie nicht das Dribbling gesucht hat, sondern gerade im freien Raum ist. Und ja, wenn er den Ball abgeschirmt hat, bist du fast nicht angekommen, weil er seinen Körper so gut eingesetzt hat. Und er hat einfach das Gespür gehabt vor dem Goal und den Instinkt, um einen Assist oder ein Goal zu schiessen. Jetzt läuft Euro. Wenn wir dich hier haben, ein bisschen über das reden, aber auch in Bezug von dir selber oder zu dir selber. Eben Afrika Cup, man hört da halt nicht so viel, aber was ist der Unterschied? Oder was würdest du als markanter Unterschied Afrika Cup zur Euro? Ist einfach die Aufmerksamkeit, aber ich nehme an, in Afrika wird die Aufmerksamkeit auch riesig sein. Nein, die ist riesig. Also eben, jedes Land steht dahinter, alle sitzen in den Cafés, die Arbeit fällt weg. Das ist definitiv so in Afrika. Die Physis, die, wie sie dort in die Zweikämpfe gehen, das kannst du nicht vergleichen wie mit einer Euro, weil dort in Afrika pfeift man viel, viel weniger. Also ich bin schon mal von hinten richtig gefällt worden, wo in der Schweiz oder in Europa rote Karten gibt. Und dort hat der Schiri gesagt, ja, weiterspielen. Also dort bin ich natürlich schon auf die Welt gekommen. Und es ist, was ein der Unterschied ist so im taktischen Bereich. Da sind die Afrikaner leider nicht so gut. Darum holen es halt viele europäische Spitzentrainer, die denen das Taktische ein bisschen vermitteln können. Jetzt, wenn die Schweiz schlecht spielt, nein, sagen wir, wenn sie gut spielt, dann steht die ganze Nation dahinter und redet von mir haben gewonnen. Oder wenn sie schlecht spielt, dann kommt der Coiffeur und das Thema Lamborghini. Ist das in Tunesien auch so? Wenn sie schlecht gespielt haben, ist die Nation auch beim schlechten Spielen hinter euch gestanden? Also dort muss ich schnell etwas verbessern. In der Schweiz hat es ja so angefangen, dass schon bevor das erste Spiel war, schon über so Sachen geschrieben worden ist, wie Autos, wie eben Coiffeur und.
bei uns in Tunesien hat man sich nur auf den Fußball konzentriert. Mhm. Das heisst, wir können eigentlich in Ruhe arbeiten. Und das hat die Schweiz nicht können. Die sind beeinflusst worden. Und ich glaube, das hat sie in dem Moment geschwächt gehabt, aber sie sind nachher zur Einheit geworden, auch im letzten Gruppenspiel. Und das hat sie natürlich auch gestärkt. Und ich hoffe, dass sie das weiterziehen können. Aber es ist natürlich nicht von Vorteil, wenn von links und rechts von den Medien schon vorher reingeschossen wird. Das macht es natürlich nicht einfacher. Ja. Jetzt schaust du eigentlich die Spiele mit den Augen vom Trainer Yassin, vom ehemaligen Spitzenfußballer Yassin an, oder liegst du auch ein bisschen im Couch rein mit ein bisschen Chips und mit einem Bier und jubelst mit? Oder? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, bis vor 2 Jahren habe ich einfach das Spiel verfolgt. Ich wollte einfach die Euphorie sehen, die schönen Goal, die schönen Pass, die schönen Goalszenen. Und seit 2 Jahren verfolge ich das Spiel als Trainer. Wieso ist Italien momentan so gut? Wieso ist Türkei so schlecht? Was machen die falsch? Wie sind sie taktisch aufgestellt? Und da gibt es viele Trainer, die mich faszinieren. Und es ist immer interessant, oder? Wenn man so Spiele im Fernsehen sieht, dann auch die Analysen vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel auch verfolgt, ob ich dann das auch so sehe oder nicht. Oder? Und meistens liegst du eigentlich auf der gleichen Linie. Dann kommen wir eigentlich auch gerade zu dir als Trainer, Yassin. Viele, die dich jetzt persönlich nicht kennen, werden sich natürlich fragen, was reizt Yassin zum Trainer U15 sein? Was ist seine Motivation dazu? Wieso ist er nicht irgendwo im Management von einem Grossclub gelandet? Oder weiss nicht was, Spielberater oder was auch immer. Was ist dein persönlicher Reiz und Motivation und Inspiration für die Aufgabe? Also, du hast gesagt, U15 Trainer. Ab heute bin ich offiziell U16 Trainer. Genau. Das erste Training. aber der Reiz ist da, den Jungs etwas weiterzugeben von meiner Erfahrung. Und ich arbeite enorm gerne mit den Kindern. Ich habe auch selber 2 Kinder. Und es gibt nichts Größeres, wenn ein Kind dich anlacht. Und ich denke, das haben wir auch die ganze Saison bewiesen. Wir haben die Gruppendynamik können entwickeln, einen positiven Teamgeist. Und darum auch hart können arbeiten und der Erfolg hat sich dann ausgezahlt mit dem Sieg in der Gruppe Ostia. Ich würde jetzt fast eine Parallele zwischen dem FCRI und Sosho ziehen. Es ist zwar ein bisschen weit hergezogen, aber Rapperswil ist ja FCRI ist auch ein Ausbildungsverein. Wie spürst du das? Wirst du besonders unterstützt? Schaut man da schon bei der U15 oder schon jetzt bei der U16, welche Talente sind für unsere Zukunft und Yassin, du musst so und so da hinschaffen? Also erstens mal haben wir mit dem Jakob Thurgut einen sehr, sehr guten, erfahrenen Ausbildungschef, der mir auf die Hand schaut und wo mir auch in den Trainings zum Teil bei den Seiten ist und mich auch coachen kann. Aber rein von der Ausbildung haben wir natürlich jetzt mit der U20 etwas extrem Wichtiges für diesen Verein können schaffen, wo du kannst eigentlich die U18-Spieler in die U20 aufnehmen kannst. Und das Ziel muss ja dann sein von jedem einzelnen Spieler da, hey, ich will in die erste Mannschaft. Und das ist so, in den letzten Jahren ist das ein bisschen zu wenig gekommen. Und ich hoffe natürlich in Zukunft, dass das mehr wird kommen. Weil wir sind da als Ausbildner, sind wir Trainer und wir versuchen, jeden, entweder sei es in die erste Mannschaft, aufzuziehen vom FC Rapperswil oder wie ein Dominik Schweizer, der den Weg über die Challenge League und nachher in die Super League kann führen kann. Wenn du deine Mannschaft jetzt so ein bisschen anschaust, mit deinem professionellen Auge, wie ist die Beurteilung? Schaffen das Paar daraus raus? Wie siehst du das? Das ist eine schwierige Frage. So. Ich konnte leider die Erfahrung noch nicht machen als Trainer, wo ich können sagen konnte, hey, der war bei mir und der hat es geschafft. Aber ich hoffe es natürlich schwer, dass der eine oder andere mal wird können Geld verdienen im Fußball. Und
Aber für das braucht es jeden Tag harte Arbeit und einfach sich fokussieren auf die Aufgabe. Aber ich glaube, da bist du ja natürlich prädestiniert, weil du hast ja nicht nur Höchst gehabt, sondern auch immer wieder den Fall und hast dich wieder aufschaffen müssen. Und ich glaube, das ist auch, wenn man selber zeigen kann, hey, ich bin unten gewesen, ich bin aber auch wieder raufgekommen, das hilft schon ganz enorm. Oder? Jetzt, Yasin, wir haben so im kleinen Umfeld auch noch aufgerufen, um Fragen zu stellen an ehemaligen Spitzenfußballer, tunesischen Nationalspieler und U15 und jetzt U16-Trainer. Bist du bereit, wenn ich da ein paar rauspicke? Bist du immer bereit? Super. Also, wir haben die Frage von Sandra. Sie will Folgendes wissen. Um auf hohem Niveau Fußball zu spielen, braucht es sicherlich Talent. Aber welche Komponenten sind ebenfalls noch sehr wichtig, wenn man als junger Mensch Fußballprofi werden will? Also, dass das im Vornherein klar ist. Ich kann ein gutes Beispiel machen mit einem Stefan Lichtsteiner, der mit mir gespielt hat in der Jugend. Er hat ein gewisses Talent gehabt. Er war aber nicht der Talentierteste. Entschuldigung, Stefan, wenn du das Interview mal schaust. Er hatte einfach einen enormen Ehrgeiz und Willen gehabt. Er hat in jedem Training immer 150% gegeben, in jedem Match 150%. Und klar, es braucht viel Glück. Du musst in der richtigen Zeit am richtigen Ort sein, wie man so schön sagt, und verletzungsfrei sein. Mhm. Und ein Lichtsteiner war eigentlich nie verletzt gewesen. Ja. Sie hat auch noch wissen, vielleicht kannst du das kurz beantworten, wieso gab es beim Spiel gegen die Italiener einen solchen Klassenunterschied? Ich hatte einfach das Gefühl, die Italiener sind wie eine geschlossene Familie. Und die sind, man hat gesehen, die haben das Goal geschossen. Die sind an der Seitenlinie zum Trainer, zu den Ersatzspielern. Also der erste bis zum letzten hat sich gefreut. Und ich glaube, das hat den Unterschied ausgemacht. Mhm. Ich glaube, die sind eine richtige Gemeinschaft. Und das ganze Volk, das ganze Land steht hinter denen. Mhm. Plus, sie sind seit, glaube 27 Spielen oder 28 Spielen ungeschlagen. Ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Dann haben wir die Frage von der Sarah. Sie möchte Folgendes wissen, und da ist auch wieder das Thema junge Spieler interessiert sehr. Was ist Ihr Tipp für junge Spieler, um im internationalen Fußball dem enormen Druck von Medien, Sponsoren und Funktionären zu begegnen? Also wenn man mal dort oben ist, ich sage vielleicht ein bisschen vorher, wenn man zwischen 18 und 20, das habe ich damals auch gemacht, einen Mentaltrainer. Mhm. Der kann dir enorm viele Tricks zeigen, wie man dem Druck kann stand haben. Und ich hatte immer so ein Ritual, wenn ich im Match hinein bin. Ich habe die ersten 2-3 Pässe einfach gespielt. Wieso konnte ich mein Selbstvertrauen aufbauen? Sie hat dann eine Frage zu der Euro eingereicht. Wie beurteilen Sie die Leistung der Schweizer Fußballnazi an der Euro? Die ersten 2 Spiele katastrophal, muss ich ehrlich sein. Das dritte Spiel haben sie Glück auf ihre Seite gezogen. Weil man darf nicht vergessen, sie hatten 2 Torschüsse, 2 Goal. Aber die Türkei hat etwa 4-5 Top-Chancen und kein Goal. Also ich sage immer auch, man muss das Glück erzwingen können. Oder? Mhm. Und das haben sie geschafft. Und wiederum ein Shaqiri, wo ich gedacht habe, wo auf der Bank wird sein, hat es wieder allen bewiesen. Er hat wieder ein entscheidendes Goal gemacht, 2 Goal. Auch für dich als Trainer vielleicht ein Signal, vielleicht auch noch mal eine längere Chance geben, die vorher schon gezeigt hat, was er oder seine Leistung schon gebracht hat. Dann hat der Roland eine Frage, 2 Fragen noch eingereicht. Er will wissen, welche sind die Hauptunterschiede zwischen dem afrikanischen und europäischen Fußball? Ja, wie schon gesagt, einfach die Physis. Die gehen zum Teil in die Duelle richtig ungestüm rein, oder? Die gehen rein, also in Afrika, und können Spieler verletzen. Sie haben das Feeling noch nicht so. Und ich glaube, der grösste Unterschied ist einfach im physischen Bereich und auch zum Teil im technischen, weil das alles Strassenfußballer sind. Oder? Und auch da nochmal, ich wiederhole, aber das Interesse ist gross, was du als so erfahrenen und erfolgreichen Spitzenfußballer
Was für Ratschläge geben Sie einem jungen Fußballtalent in Ihrer Mannschaft mit auf den Weg? Ich gebe ihm auf den Weg immer dranbleiben, auch wenn es Niederschläge gibt. Positiv sein, Freude haben, Spass am Fußball. Weil wenn ein Kind bei mir keine Freude hat, dann muss es nicht kommen. Und wir haben das Glück, dass das alle Jungs immer mit Freude ins Training kommen, dass eigentlich fast alle immer anwesend sind und ja, dass das wirklich sich fokussieren auf die Aufgabe und immer alles geben. Und immer mehr machen als die anderen. Jetzt vielleicht zum Schluss, oder vielleicht zum Schluss noch von diesem Gespräch, wie geht der Weg von dir weiter? Was sind so deine Träume, deine Pläne? Also momentan bin ich U16-Trainer. Ich liebe es, im Junioren-Spitzenfußball meine Erfahrungen weiterzugeben an den Kindern. Und das wird mich, ich sage mal, die nächsten 2-3 Jahre werde ich da meinen Kurs nicht ändern, werde sicher im Junioren-Spitzenfußball bleiben. Was die Zukunft bringt, das kann ich heute noch nicht sagen, aber jeder hat Ziel und irgendwann werde ich dann schon mal eine Top-Mannschaft übernehmen. Ja, eigentlich habe ich so ein bisschen am Schluss, jetzt hast du mir die Idee gebracht, ich fordere dich auf, jetzt auf diesen Tisch aufzustehen und ein deutsches Lied zu singen. Oh, aber wie das Gespräch so toll war und ich dir so herzlich danke dafür, lerne ich das. Oh, das ist lieb von dir. Aber du könntest es ja machen, oder? Ich glaube, im Brechen. Also ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Nochmal herzliche Gratulation für den Titel. Alles, danke. Alles Gute für deine weitere Zukunft und es hat riesen Spass gemacht. Danke vielmals. Danke, Rolf. Merci. Danke dir. Hopp FC Rhein.